47, hier ist Diana. Tut mir leid, dass Sie in der Villa kein Glück hatten. Es ist schwer zu sagen, wo Vittorio jetzt ist. Wir haben ihn am Flughafen verloren. Allerdings ist die Agentur der Ansicht, dass wir unseren Teil der Abmachung erfüllt haben. Jetzt sind Sie dran. In St. Petersburg wartet ein kleiner Auftrag auf Sie. Sie sollen dort einen ehemaligen KGB-Offizier ausschalten. Wir haben eine Geheimkonferenz organisiert, bei der Sie ihn problemlos neutralisieren können. Die Konferenz beginnt heute um 13 Uhr im Puschkin-Gebäude am Warozhny-Platz. Der Konferenzraum mit Blick auf den Platz befindet sich im zweiten Stock des Westflügels. Wir haben die Fenster auf dem beiliegenden Foto markiert. Das ehemalige Hauptquartier des FSB hat an der Vorderseite zwei Eingänge. Einen Haupt- und einen Nebeneingang. Beide Eingänge werden von paramilitärischen Einheiten des FSB bewacht. Sie müssen die Zielperson während der fünfminütigen Konferenz eliminieren. Außer der Zielperson darf niemand, ich wiederhole, niemand verletzt werden. Das ist sehr wichtig, 47. Holen Sie nach Ihrer Ankunft Ihre Ausrüstung. Sie finden sie im Schließfach Nummer 137. Nach der Operation verschwinden Sie, wie Sie gekommen sind, mit der Metro. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Soldaten und Wachen. Sie haben Befehl, alle Zivilisten aus dem Zielgebiet fernzuhalten. Oh yeah, das hört sich nicht einfach an. Gut, was nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen unsere schallgedämpfte Pistole auf jeden Fall mit. Betäubungsmittel. Und wenn's hart auf hart kommt, unsere Ballas. Los geht's. St. Petersburg. Wir regieren seit Jahren Gewalt und Verrat, Kommunismus, Korruption und jede Menge Waffen. So hatte ich mir mein Comeback vorgestellt. Ich fürchte, die Wachen und die Soldaten sind gut ausgebildet, erfahren und verdammt misstrauisch. Ich muss die Kerle überraschen. Sie rechnen nicht mit mir. Und wenn ich immer schön unauffällig bleibe, werden sie nie erfahren, was passiert ist. Aber zuerst muss ich das Schließfach 137 finden. Willkommen in St. Petersburg. Erstes Ziel, Schließfach 137. Da hinten sind ja die Schließfächer. Wie sieht's denn aus auf dem Bahnhof? Einige Zivilisten rennen hier rum. Gar nicht gut. Gut, ab zum Schließfach. So. Knacke die Knack. Und offen. Soll wohl ein Witz sein. Ich soll mit einem Scharfschützengewehr durch die Gegend rennen, während hier überall Leute sind. Soldaten. Okay, wenn ich mich als Soldate verkleide, dann könnte ich sie mitnehmen. Ohne Probleme. Also gut, brauche ich als erstes eine Soldatenverkleidung. Los geht's. Okay, das sind Zivilisten. Wo finde ich jetzt Soldaten? Und besonders 47? Einen ganz alleine? Die Offiziere sind eben eingetroffen. Anscheinend beginnt das Treffen früher als geplant. Es geht los, 47. Es wird ja immer besser. Okay. Vielleicht finde ich hier irgendwo welche. Aha. Zwei Stück. Abend, Jungs. Entschuldigung, hat jemand mir die Uhrzeit vielleicht? Nein? Sie vielleicht? Auch nicht? Okay. Was ist das? Eine Tür. Okay, mal kurz durchs Schlüsselloch. Ist niemand drin. Wo ist der jetzt hin? Ach so. Ah, okay. Na, okay. Dumm-di-dumm, ich bin an meinem Schließfach. Dumm-di-dumm. Ich warte jetzt einfach, bis er wiederkommt und dann schnappe ich ihn mir. Da kommt er wieder. Gut. Entschuldigung, hat man hier jetzt nicht mal ein bisschen seine Ruhe oder was? Jetzt.
Schnauze. Gut. Erledigt. So, Kleidung nehmen. So, und jetzt können wir ganz seelenruhig unser Scharfschützengewehr holen. Wir müssen nur aufpassen, dass der Kollege uns nicht sieht. Weil sonst schlagen sie gleich Alarm. Okay. Gut. Komischerweise habe ich meinen... Doch, meine Klavierseite habe ich dabei. Okay. Ich hätte ihn ja auch würgen können. Verdammt. Naja, egal. So, die Zivilisten scheren sich sowieso nicht um mich. Jetzt holen wir mal ganz kurz unser... Ja, wir schließen die Tür, genau. Unser Munition, unser Gewehr. Und dann geht's los. Crasher, Crasher. Und los geht's. Das war schon mal ein cleverer Schachzug von mir. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich dem Soldaten nicht in die Arme renne. Ah, da kommt der gerade die Treppen hoch, ich wusste es. Perfekt. Wenn er um die Ecke ist. Los geht's. Sehr gut. Dann gehen wir gleich mal die Tür da unten rein. Super. Okay. Gibt nur einen Weg. Nice. Dann knacken wir mal das Ding. Okay. Somit sind wir jetzt unterirdisch unterwegs. Und kommen so schneller zu unserem Ziel, oder wie soll ich das sehen? Wuhu, das sieht ja richtig groß aus. Okay, da muss ich aber auch... Jetzt bin ich in der Kanalisation. Muss ich aber auch jetzt irgendwie gucken. Apartment, nee, ich muss... Erster Stock, nee, Straße. Hier, jetzt. Hier ist unser Ziel. Boah, sind das viele Wachen. Okay, hier ist ein Gully. Ne, da wollen wir nicht raus. Da ist ein Gully, da wollen wir auch nicht raus. Sonst noch irgendwo ein? Na, dann nehmen wir den Gully. Das ist der mittlere. Kanalisation. Das ist gleich der hier. Perfekt. Aber wenn ich den hier nehme, dann komme ich wo raus? Hier. Aber wenn ich hier rauskomme, dann sind hier gleich Wachen. Wenn ich hier rauskomme, kann ich hier entlang rennen und... Naja, mal schauen. Schauen wir mal. Hier unten sind auf jeden Fall keine Wachen. Rennen wir da entlang. Laufe ich richtig? Ja, wir wollen dorthin. Alles klar. So. Alles klar. Dürfte eigentlich kein Problem sein, an mein Ziel zu kommen. So, jetzt hier und hier müsste dann die Leiter sein. Genau hier. Perfekt. Auf dem Plan ist Verlass. Auf geht's nach oben. Der Gully ist sogar offen. So. Endlich wieder frische Luft. Okay, wie war das? Jetzt hier um die Ecke steht zum Beispiel einer. Ich muss nur aufpassen. 47? Die Konferenz beginnt in 5 Minuten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Diana, ich bin auch kein D-Zug. Ich muss schauen, dass hier überall
der Weg frei ist. Okay. Springen wir erstmal hier runter. So. Jetzt wäre es am besten, wenn wir hier rüber flitzen. Und dann einfach von hinten. Über die Straße rennen wäre keine gute Idee. Also ich meine hier quer über die Straße. Ich muss irgendwie das Haus erreichen. 47, die Konferenz beginnt in 4 Minuten. Es geht los. Ja, ja. Hier sind überall Wachen. Ich bin auch schon auf dem Weg. Das gibt es doch nicht, ey, echt. Okay. Okay, leise, leise. Perfekt, geschafft. Schnell weg hier. Okay, und wie komme ich jetzt in das Haus? Verdammt! Ah, da ist es ja. Oder? Perfekt. Die Konferenz beginnt in 3 Minuten. Es wird Zeit, 47. Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt hochkommt. Ach doch, da. Okay, okay, okay. Schneller, schneller, schneller. Aufs Dach. Zappenduster hier oben. Verdammt, ich hab gedacht, hier kann ich aus dem Dachgeschossfenster rausschießen. Die Konferenz beginnt in 3 Minuten. Es wird Zeit, 47. Bin ja schon dabei, Diana, Mann. Was ist denn los? Stress mich doch nicht so. Ich muss mich hier durchs Haus kämpfen und hier irgendwo Fenster suchen, die nicht vernagelt sind. Verdammt! Da. Oh. Okay. Bin auf Position. Diana, es nehmen offensichtlich 4 Generäle an der Konferenz teil. Ich brauche weitere Informationen über die Zielpersonen. Seltsam, 47. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich gebe Ihnen, was ich habe. Die Zielperson ist circa 60 Jahre alt. Ein General in Uniform. Exekutieren Sie ihn erst, wenn Sie ihn eindeutig identifiziert haben, 47. Ich suche in den Akten nach genaueren Angaben. Ich bin gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Toll, die sind alle hier 40 Jahre alt und tragen Uniformen. Wer sagt's denn? Ich habe in einigen privaten Akten aus dem letzten Jahr gestöbert. Hören Sie, 47. Er ist Rechtshänder. Schon besser. Aber das reicht nicht. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Sonst noch was? 47. Ich habe einen Blick auf seine Krankenakte geworfen. Anscheinend trinkt er zu viel. Interessant. Aber immer noch kein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Warten Sie, 47. Ich habe hier seine Akte mit einem aktuellen Foto. Er ist Karl, 47. Das sind alle hier. 47? Ah, warte mal. Er ist offenbar Nichtraucher. Moment, der hier raucht, dann fällt der schon mal aus. Und der hier hat getrunken, so viel ich habe Sichtkontakt. Das muss er sein. Ja, das glaube ich auch. Und Schuss! Perfekt. Okay. Mit dem Gewehr und raus hier. Gut, so schnell wie möglich hier raus. Und zur Metro. Bis jetzt noch unentdeckt. Seite die hier. Aha. 2 Wachen. Sollten mich aber nicht aufhalten. Los geht's. Verdammt. Hier sind auch nur Wachen. Besser, ich nehme die Seitenstraße hier. Der schnellste Weg jetzt wieder zur Metro. Ja, niemals durch. Oh Mann, die gucken schon. Verdammt. Okay. Dann versuche ich halt vorne rauszukommen.
Ab ins Haus. Nur aufpassen, dass mich niemand sieht. Und tschüss. Also gut, nehmen wir den Vorderausgang. Wie sieht's denn hier aus? Ah, sehr gut. Läuft ganz schön schnell. Egal, ich folge einfach dem hier. Okay. Muss irgendwie wieder zum Gulli gelangen. Am besten so, wie ich gekommen bin. Los geht's. Alles klar. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Auf unsere Kappe gehen zwei Tote. Kein Problem. So. Die Seitenstraße. Perfekt, da ist der Gulli. Schacht, wo ich wieder reinkomme. Und so komme ich ganz, ganz schnell wieder zurück, hol meinen Armani-Anzug und fahre ganz schön mit der Bahn nach Hause. Der Auftrag ist perfekt gelaufen. Sauber und diskret. So. Auf geht's. So, nebenbei kann ich mich auch mal bedanken für 13.000 Abonnenten. Das ist richtig nice, was ihr hier an den Tag bringt. Das ist echt geil. Ich habe mich echt gefreut. Es geht wieder bergauf mit meinem Kanal. Und dieses Video dürft ihr jetzt nicht so sehen, dass ich mich beschwert habe. Ich habe mich halt nur gefragt, was mit dem Rest ist. Mehr nicht. Gut. Jetzt flitzt man auch schnell zur Metro. Holen natürlich unseren Armani-Anzug und dann geht's wieder ab ins nächste Level. Die Mission war jetzt nicht so sonderlich schwer. Hoffentlich trifft mich jetzt nicht. Weg hier! Puh, jetzt wären wir doch beinahe noch erwischt worden. Nee, leck mich am Arsch, war das knapp. Gut, einfach abwarten, bis er wieder weg ist. Ach, durchs Schlüsselloch sehe ich nichts. Also nehmen wir die Satellitenbilder. Gut. Puh, das war ganz schön knapp. So, abholen wir unseren Anzug. So, Auftrag erledigt. Zielperson ist tot. Gut, ab nach Hause. Bye bye. Russland ist mir zu kalt. Hier ist die Agentur. Ich bin's, Diana. Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Allerdings wären wir sehr stark an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Zumal unser Klient in Schwierigkeiten ist und er ihre Arbeit sehr schätzt. Diana, Ihr Klient interessiert mich nicht. Ich arbeite nur für Sie, wenn Sie mir ein gutes Angebot machen. Ich weiß. Ich bin befugt, Ihnen weit mehr als das übliche Honorar anzubieten. Glauben Sie mir, es wird keine Probleme geben. So, so. Und wie hoch ist dieses übliche Honorar? Also, momentan zahlen wir pro Auftrag 100.000 Dollar. Das ist der Standardhonorar. Gut, dann verdreifachen Sie die Summe. Zahlbar in Gold, im Voraus, auf das übliche Konto. 47, ich... Sie... Das ist sehr viel Geld. Sicher, aber ich bin kein normaler Killer. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren.